So, weiter hier im Text. Das hier ist ja jetzt die Stelle, wo man sterben kann. Also, soweit ich weiß, gibt es in dem Spiel zwei Stellen, wo man sterben kann. Das ist einmal hier und einmal ziemlich am Ende. Lass uns einfach mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich muss den Spiegel hier erstmal so hinhalten. Okay, ich muss ihn doch nicht hinhalten. Aber dann hätte er ihn jetzt erkannt. Ah, ich liebe das. Ja gut, wir gehen uns einfach das hier erstmal angucken. Ne? Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, eine der Reißzähne ist lose. So, das ist das, worauf ich gewartet habe. So, jetzt können wir nämlich hier mit dem Spiegel, glaube ich, da reinleuchten. Und er weiß ganz genau, was wir mit der komischen Figur, die wir da haben, machen muss. Ja, so sieht das nämlich aus. Immer noch nicht. Mein Gott, Alter. Mach das jetzt mal. Bin ich jetzt doof? Es ist ein weiter Weg nach unten. Ja. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Ich habe meinen Hals schon einmal riskiert mit einem todesmutigen Sprung in Syrien. Ich will mein Glück ja nicht überstrapazieren. Na, du sollst ja jetzt ja auch nicht runterspringen, ne? Ich denke daran, wie lange die Dose gebraucht hat, bis sie unten aufschlug. Und halte mich hübsch so weit weg von der Kante, wie es geht. So, jetzt probieren wir das nochmal. Das muss eigentlich... Ey, Alter! Mach das jetzt. So. Oder muss ich den hier so hinhalten? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ja, jetzt läuft er dahin. Mann. Ja, was soll ich machen? Depp, ey. Na, jetzt, guck mal, mach den Scheiß so. Vielleicht klappt das so. Jetzt klettert er da wieder hoch. Oh, ich drehe hier am Rad. Mann, 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 wie war das denn jetzt hier nochmal? So, geh wieder runter. Mensch. So. So, Georgi. Wir versuchen das jetzt nochmal. So, so, so. So. Ey, ich bring dich gleich um, du Arsch. Ey, wie war das denn? Ey, also ich mach das jetzt mal anders. Ich nehme jetzt einfach hier diesen komischen Zahn und versuche den da rein zu tun. Aber irgendwie sehen wir ja... Mal gucken, was dabei rumkommt. Nö. Ey, willst du mich verarschen? Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Ah, ja. Haha. Ja. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. So, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Jetzt muss ich den da hinhalten. Mann, 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 Mann. No. So, klappt doch. Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Perfekt. Jetzt nehmen wir hier dieses komische Ding und stecken es da rein. Und wir kommen weiter. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Oh. Noch eine Geheimtür. Und rein da.
Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Bei Lopez. Gut, dann gehen wir mal zu Lopez. Wieder in Nicos Apartment. Ach, guck mal, wer da sitzt. Unser Freund. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid, Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Auf nach Schottland, juhu! Ich kann nicht mitkommen. Zum Glück. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen.
Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Ja, na dann ab nach Schottland. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja, und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hierhin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Ja, bald haben wir es durch. Bald haben wir es geschafft. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein, als hier bei dir. Oh. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madam. Ja, wenn die wüssten, wer das ist. Naja, quatschen wir einfach mal mit ihr. Verzeihen Sie. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Ah, so, George. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Ich vermute, Espresso-Bars und Boogie-Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Ja. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Ja. Jetzt können wir eigentlich mal hier quatschen. Okay, nimm einfach hier noch die Nase. Ich habe immer noch die Clownsnase. Das sehe ich. Solltest du langsam mal wegwerfen. So. Jetzt können wir eigentlich mal aufstehen. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Und da kommt der Fahrkartenkontrolleur. LECK. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können.
Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ach, die Pubs, die reichen schon. Naja. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Ja, wer wird das wohl gewesen sein? Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich bin raus. Bis dann.